Ich bin eigentlich ausgebildeter Kernphysiker und hatte wie viele meiner Generation mal die Absicht, schöne Kernkraftwerke zu bauen. Das haben wir dann zum Glück vor 30 Jahren sein gelassen. Es war klar, dass die Kernspaltung nicht für die Dauer gedacht ist. Aber mangels Kernfusion blieb dann nur noch Solar- und Windenergie übrig. Das konnte ich mir ja ausrechnen 1990. Folgerichtig habe ich dann angefangen, die Potenziale zu untersuchen für Windenergie in Sachsen, in Brandenburg. Dann kamen die ersten Anlagen dazu, die ersten Aufträge. Die ersten Maschinen gebaut und Stück für Stück wurde es dann immer größer. Und heute sorgen wir ja für 6.000 Anlagen. Viele, viele hundert haben wir selbst gebaut. Wir betreiben fast an die 1.000 Megawatt an Technik. Und dafür braucht man natürlich auch eine ordentliche Warte. Wir sehen von hier mehrere tausend Megawatt an insbesondere Windenergie, aber auch Biogas, etwas Solarenergie. Wir haben das praktisch jederzeit im Blick, die Windsituation, aber eben auch die momentane Leistung an den verschiedenen Standorten. Da kann man sich dann bei Bedarf auch immer tiefer hereinzoomen und die Maschinen melden alle Störungen hier an die Warte und auch einen großen Teil, 60-70% der Störungen kann man von hier beheben. Es gibt hier die Besonderheit, dass wir hier ein Verbundkraftwerk aufbauen. Ein Verbundkraftwerk erzeugt mit exakter Vorhersage erneuerbare Energie. Das ist also jetzt nicht nur eine Energieanlage, die irgendwie zufällig Strom erzeugt. Wie machen wir das? Wir haben eine sehr große Leistung hier miteinander verbunden. Das sind im Moment über 500 Megawatt. Das werden eines Tages mehrere tausend werden. Und wir integrieren Speicher in das System. Wir haben bereits einen großen Primärregler installiert, mit dem wir Primärreglerenergie bereitstellen. Wir können die Spannung einstellen nach Bedarf auf Anforderung des Netzes. Und wir integrieren Stück für Stück Wasserstofferzeugung, um die Fluktuation aus der Erzeugung herauszuschneiden. Wir schieben die Fluktuation einfach in den Tank. Und das ist Wasserstoff- und Wärmespeicher, beides. Uns stehen im Moment keiner der physikalischen Gesetze im Weg, aber leider immer noch eine ganze Reihe Bundesgesetze. Wir bauen hier das erneuerbare Kraftwerk der Zukunft.